Die EBS Wien Kläranlage und Tierservice GmbH in Simmering ist die einzige Kläranlage der Stadt Wien. Sie reinigt auf einer Fläche von 490.000 Quadratmetern sämtliche über das Kanalnetz eingebrachten Abwässer der Metropole. Im Tagesmittel sind das Volumenströme von rund 6.000, bei Regen sogar bis zu 18.000 Liter pro Sekunde. Mit dem Projekt EOS, Energieoptimierung Schlammbehandlung, wurde die Anlage energieautark. Durch die Neugestaltung der Vorklärungsbecken und der ersten biologischen Reinigungsstufe wurde Platz für eine Schlammbehandlungsanlage geschaffen. Sie erzeugt das erneuerbare und energiereiche Methan, womit die Anlage seit 2021 energiepositiv bilanziert. Ebenfalls unter den Projektpartnern Siemens. Im Rahmen des Projektes EOS wurde die vorhandene Prozessleittechnik auf Basis SIMATIC PC7 auf die neueste Version hochgerüstet. Das bedeutete auch für die Bestandsanlagen eine Neuprogrammierung der Software, um sämtliche Funktionen hier auch nutzen zu können. Eine ganz besondere Herausforderung war die Neuprogrammierung der Software auf Basis der Standard-Library. Diese musste vorab getestet werden und dann binnen kürzester Zeit in Betrieb genommen werden. Das gleicht einer Operation am offenen Herzen. Es darf keine Stillstände geben. Mit der Simulationsplattform SIMIT wurde zudem ein extrem detaillierter digitaler Zwilling der Anlage erschaffen. SIMIT ist eine auf SIMATIC PC7 basierte Simulationsplattform. Das heißt, ich kann sehr viele Sachen vortesten, bevor sie eingebaut werden. SIMIT spielt eine wesentliche Rolle für die Operatorschulungen, weil sehr viele Störfälle simuliert werden können und mal angefangen von einzelnen Störungen bis Teilabschaltungen und im Worst Case bis zum Blackout alles trainiert werden kann. Dank EOS speist die Kläranlage mittlerweile grüne Strom- und Wärmeüberschüsse in die Netze zurück. Damit trägt sie aktiv zu Klima- und Gewässerschutz bei und unterstützt darüber hinaus die Klimaneutralitätsziele der Stadt Wien.